Hey Freaks and Friends und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal mit einem neuen Video von und mit mir und der Brand Be Perfect Cosmetics. Die Marke kriegst du auf Purish und falls dir einige Sachen aus diesem Video gefallen sollten oder auch andere, die ich dir so zeige, kannst du sehr gern meinen Code, meinen Affiliate-Code Peggy15 auf Purish mal eingeben. Der gilt in jedem Monat immer mal wieder auf wechselnde Marken und Produkte. Probier dich da einfach mal aus. Und das reicht jetzt mit Werbung. Wir machen jetzt nämlich weiter mit der Review dieser Produkte, die ich hier habe. Die Rede ist von den zwei Foundations von Be Perfect Cosmetics. Die habe ich jetzt schon eine Weile getestet. Hier handelt es sich also um eine Langzeit-Review. Und dazu gesellt sich auch der Concealer aus dieser Reihe, dieser Chroma Concealer, genauso wie diese Chroma Foundations diesen Namen tragen. Dann habe ich auch den neuen Bronzer getestet. Was ist das? Zeige ich euch. Und natürlich, Star des Videos, die neue Gravity-Palette, die eingezogen ist. Ich kreiere euch einen Look. Es gibt einige Gewinnerprodukte, aber auch Verliererprodukte. Das muss ich jetzt einfach mal so ehrlich und direkt sagen, im Intro. Macht euch auf was ihr fasst, schnallt euch an. Es wird ein interessantes Video, glaube ich. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go. I know, das ist heute nicht der frischeste Look, den ich euch präsentiere, jetzt zu Anfang. Ich bin wieder zu 100% im Arbeitsleben angekommen und ich glaube, an einigen Stellen sieht man mir das an. Aber zum Glück gibt es Make-up und wir schauen uns jetzt mal die Sachen, wie gesagt, an. Also, Start. Ich habe schon einen Primer aufgegeben. Alles, was ich benutzt habe, was jetzt nicht von Be Perfect Cosmetics ist, lasse ich euch unten in der Infobox, falls euch das interessieren sollte. Wir starten jetzt also direkt mit den Foundations von Be Perfect Cosmetics. Es ist keine First Impression, Freunde der Sonne, von gar keinem Produkt. Außer, wenn man es so nennen möchte, von der Lidschattenpalette, da die jetzt erst neu ist bei Purish. Das heißt, ich kann damit euch auch jetzt das erste Mal einen Look kredenzen. Und zwar die Chroma Cover Foundation. Die ist relativ bekannt von Be Perfect Cosmetics. Die gibt es in zwei Varianten. Das ist übrigens das Packaging. Das ist relativ unspektakulär, aber doch recht blockartig. Deswegen wollte ich es euch mal zeigen. Das macht ihr hier so auf. Das ist so eine Pappverpackung und dann sieht diese Foundation hier sehr edel eingesetzt aus. Schaut mal. Die ist in einem Glasflakon. Glas? Ja, doch. Das macht schon ein bisschen was her. Sieht schon schnuckelig aus. Und so sieht die Umverpackung halt aus. Das ist die silberne Variante. Was sagt euch das? Die Foundations kommen einmal mit einem Luminous Finish. Das heißt, nicht matt und einmal mit einem matten Finish. Ihr müsst für euch wissen, was ihr da präferiert, was ihr bevorzugt, was ihr mögt. Denn die Formulierung beider Foundations ist relativ gleich, nur das Finish ist eben halt anders. So verspricht es erstmal Be Perfect Cosmetics. Die schwarze Verpackung, die ist also die matte Variante und diese silberne Verpackung ist also die Luminous Variante. Beide Foundations kommen mit einem Pumpspender. Ich finde diesen Pumpspender relativ schwierig, weil irgendwie ich damit immer rummansche. Schaut euch das mal an, wie das hier mittlerweile aussieht. Ich habe keine Ahnung, was ich da falsch mache. Vielleicht liegt es auch nicht an mir, sondern an den Dingern. Bei der Matten ist es jedenfalls nicht der Fall, wie ihr seht. Da ist noch alles schicki. Vielleicht habe ich hier ein Montagsprodukt erwischt. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch jetzt mal die Farben und ich kann euch eins sagen, die dunkeln nicht nach. Es ist aber echt schwer, die richtige Shade zu finden, fand ich jedenfalls. Ich habe zwei viel zu helle Shades hier. Ich habe die hellsten hier, C1 bei der Matten und bei der Luminous Foundation, also beides C1. Und jetzt schaut mal. Das ist C1 bei der matten Variante. Ich habe das jetzt schon eine Weile auf meinem Handrücken, damit ihr mal den Unterschied so jetzt sehen könnt. Also farblich ist das hier trotzdem was anderes als das, obwohl es beides die gleiche Firma ist, nur halt ein anderes Finish. Und das ist die Luminous Variante C1. Und die Farben sind auch wirklich unterschiedlich, ne? Also diese helle Farbe sieht relativ grau aus, finde ich, und so fahl. Und so sehe ich danach auch aus. Noch fahler als jetzt. Und hier ist etwas nudefarbener, beigefarbener, würde ich fast sagen. Die Formulierungen sind unterschiedlich. Das seht ihr jetzt schon auf dem Handrücken. Die ist etwas fester, die matte Foundation. Und die ist etwas flüssiger, etwas leichter. Beim Auftrag merkt man aber, dass beide Foundations relativ fest sind. Also das ist nicht irgendwie ein Fluid oder so. Das ist wirklich Foundation,
Wisst ihr, was ich meine? Ich werde beide Foundations nun auftragen, separat voneinander. Ich habe mir zwei verschiedene Beauty-Schwämmchen geschnappt. Mit jeweils einem trage ich die Foundation jetzt auf. Wir beginnen jetzt mit der Luminous-Variante auf dieser Seite. Und dann machen wir weiter mit der matten Foundation auf dieser Seite. Beide Foundations versprechen im Übrigen, eine leichte Formulierung zu haben. Ich finde sie doch eher mittelmäßig von der Formulierung. Also ich finde sie nicht so leicht. Sie fühlen sich auch nicht so leicht an, beide nicht. Die Luminous-Variante hat eine Medium-Coverage, sagt die Verpackung, und eben halt ein Glowy-Finish. Sie ist mit Hyaluronsäure angereichert, mit Vitamin E und Hagebuttenöl. So, dann starten wir also mal. Ich glaube, ihr seht es schon direkt beim Auftrag. Die Farbe C1 ist mir einfach wirklich zu hell. Ich hätte mich für eine Shade dunkler entscheiden sollen. Nichtsdestotrotz, es gibt ja noch andere Produkte, um das Ganze ein bisschen zu verdunkeln. Von daher ist das jetzt erstmal nicht weiter schlimm. Das Verblenden mit der Foundation klappt super und auch der Auftrag. Das Einzige, was mich an der Foundation etwas irritiert hat, ist der Geruch nach Sonnencreme. Die riecht wirklich nach Lichtschutzfaktorprodukten. Das ist jetzt irgendwie nichts Schlimmes. Also mich stört der Geruch an sich nicht. Er wundert mich eben halt einfach nur. Und das wollte ich euch an der Stelle nochmal mitteilen. Dass mir das halt aufgefallen ist, ich hätte mir gewünscht, dass diese Foundation etwas flüssiger von der Konsistenz ist und nicht so, na, so dicklich und reichhaltig. Aber vom Versprechen her, dass sie eine Medium Coverage hat, das kann sie auf jeden Fall halten. Ich mag das Finish auch ganz gern, aber es wird nicht meine Lieblingsfoundation werden, da ich einfach das Gefühl habe, dass sie Fältchen irgendwie leicht betont und sich einfach in meinen Poren irgendwie seltsam absetzt nach einer Weile. Okay, jetzt habe ich euch ein bisschen was zur Foundation noch erzählt und jetzt habe ich euch nochmal ein Stückchen herangeholt, damit ihr den Unterschied sehen könnt. Verzeiht bitte. Das ist jetzt die ungeschminkte Seite und das ist die geschminkte Seite mit der Luminous Foundation. Ich bin leicht heller. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt feststellen könnt dort hinter der Kamera. Ich sehe es jetzt bei mir, das ist jetzt aber kein Punkt, der mich total stört. Genau, das Luminous Finish ist auf jeden Fall da. Es ist leicht glowy, es ist eine Medium Coverage und das, was ein bisschen schade ist, dass dieser Glow-Effekt relativ schnell verschwindet. Und wir schauen uns jetzt mal die matte Seite an und ansonsten habe ich euch ja meine Gedanken zu dieser Foundation schon gesagt. Ja, da seht ihr es leider schon. Jetzt hat der Pumpspender von der anderen Foundation leider auch irgendwie den Geist aufgegeben. Deswegen musste ich das da so rausholen und auf meine Haut aufgeben. Nicht weiter schlimm. Wie ihr seht, ist diese Foundation sehr ergiebig und ich habe mich jetzt leider ein bisschen vermacht. Dadurch, dass der Pumpflakon nicht mehr funktioniert hat, habe ein bisschen zu viel Produkt genommen. Und ihr seht schon, ne? Also die hat wirklich eine High Coverage, würde ich sagen. Also die matte Foundation sagt wirklich, dass sie eine Full Coverage Finish Foundation ist. Aber auch hier, ich finde nicht, dass die so leicht ist, wie es gesagt wird. Also man spürt die schon irgendwie und das mag ich halt nicht so. Generell mag ich auch ein todmattes Finish nicht, aber das ist sie. Also sie ist wirklich sehr matt. Wenn man das aber mag und möchte, dann kann sie halt an dieser Stelle auch ihr Versprechen halt halten, ja. Das, was mir die Einschätzung dieser Foundation auch erschwert, ist halt einfach auch, dass C1 viel zu hell ist für mich. Das seht ihr ja. Ich sehe irgendwie noch blasser aus als sonst. Das ist echt krass, dass das eine Foundation schafft. Aber es ist auch gut zu wissen, falls ihr noch heller seid als ich, dann ist das auf jeden Fall der richtige Farbton für euch. Vom Sitz her muss ich aber trotzdem sagen, hat mir diese Foundation besser gefallen als die Luminous-Variante, weil die halt nicht so in meine Fältchen gekrochen ist und meine Poren betont hat, wie es die Luminous-Variante getan hat. Okay, here we are. Die Foundation ist aufgetragen und ihr seht jetzt mal den direkten Vergleich. Das ist also die matte Seite, das ist die Luminous-Seite. Ihr seht einen Unterschied, hoffentlich, was die Deckkraft angeht und was das Finish angeht, ne? Also die matte Seite ist schon matter als diese Seite. Im Tagesverlauf verschwindet dieser Effekt aber und sie ist nicht todmatt den ganzen Tag. Also irgendwann kommt eure eigene Haut irgendwo auch durch und die Teigproduktion, die angeregt wird und so weiter und so fort. Von daher, die mattiert nicht den ganzen Tag ab. Das kann ich euch direkt schon sagen. Und meine anderen Gedanken habe ich euch ja dazu schon mitgeteilt. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle weiter. Das Einzige, was ich euch noch zeigen wollte, woran man die Deckkraft vielleicht noch ein bisschen besser erkennt als jetzt hier auf meinem Gesicht.
Ich habe mal mein Tattoo dazu verwendet. Hier seht ihr die matte Foundation und hier seht ihr die Luminous-Variante. Und bei der Luminous-Variante, die hier, da schimmert mein Tattoo noch ein bisschen mehr durch, ne? Daran erkennt ihr, dass diese matte Foundation wirklich ein High Coverage hat und wirklich das abdeckt, was ihr wollt. Ihr könnt die Deckkraft auch erhöhen. Ich hätte jetzt noch mehr nehmen können. Ich habe ja wieder ein bisschen was runtergenommen, damit es nicht zu extrem hell ist. Es ist okay. Also die Foundations funktionieren okay, aber aus den genannten Gründen wird keine von beiden irgendwie eine Lieblingsfoundation von mir werden. So, wir machen weiter mit dem Concealer. Schnabbeldiebab, was verspricht der Concealer? Der ist auch von dieser Chroma-Geschichte. Also ein trägt halt auch den Namen Chroma Conceal. Er ist schlicht. Er ist wirklich schlicht in einer Plasteverpackung. Es ist ein ganz dünner Applikator, wie ihr hier seht. Da ist auch sehr wenig Produkt immer dran. Das stört mich, das muss ich direkt sagen. Ich habe hier die Farbe C2. Die passt sehr gut. Die Deckkraft ist okay. Also er sagt, er soll gut abdecken. In meinen Augen tut er das nicht so unbedingt. Ich kann euch hier das Experiment gerne nochmal zeigen. Das hier hinten ist der Concealer. Seht ihr das? Und wenn ihr mal schaut, wie gut die Foundations abdecken, dann kackt der Concealer da schon so ein bisschen ab, ne? Und was mir auch aufgefallen ist bei dem Concealer, ist, dass er so ein bisschen brennt. Also ab und zu habe ich das Gefühl, dass der so ein bisschen brennt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber das ist halt auch der Grund, warum ich den jetzt nicht täglich verwende. Ich möchte mir ja meine Augen nicht wegschmoren. Das sind aber halt Erfahrungswerte. Ich empfinde das als wichtig, euch das zu erzählen. Damit ihr euch überlegt, kaufe ich das jetzt oder kaufe ich das nicht? Genau, und ich hatte euch das ja schon eingangs gesagt, dass dieses Video nicht unbedingt ein 100%iger Liebesbrief sein wird, was diese Produkte angeht. Aber auch dazu sind wir ja hier. Wir sind ja nicht dazu hier, damit wir alle Produkte in den Himmel loben, auch wenn die gar nicht so cool sind, sondern wir sind halt hier, um ehrlich zu sein. Und vielleicht auch ein bisschen direkt. Sagt man mir nach, dass ich ein direkter Mensch bin. Ich weiß es nicht. Bin ich ein direkter Mensch? Sagt es mir. Es ist auch nicht so, dass der jedes Mal gebrannt hat. An Tagen, wo ich recht müde war und vielleicht so ein bisschen ausgemergelt, da war meine Haut halt auch empfindlicher. Da habe ich den ab und zu mal gemerkt. Aber nicht jeden Tag. Ne? Also ich sehe ja auch nochmal abschließend alle drei Farben im Vergleich. Das ist die Luminous Foundation. Das ist die Matte. Und das ist die C2 von dem Concealer. Ein Ticken dunkler, wie ihr seht. Alle drei Farben relativ unterschiedlich, hell, und so habt ihr einfach mal einen Gesamtüberblick. Ich sette jetzt meinen Concealer und dann machen wir direkt weiter mit einem Top-Produkt. Das ist eine Wortneuschöpfung aus Cream und Bronzer. Der Bronzer von Be Perfect Cosmetics. Ich habe ihn in der Farbe Sand und ich finde diesen Cream Bronzer sehr gelungen. Mir gefällt die Farbe sehr gut, mir gefällt die Textur sehr gut und die Performance im Gesicht. Das ist die Farbe Sand, falls ich es nicht schon 380.000 Mal gesagt haben sollte. Und nicht weiter spektakulär die Verpackung, ne? Einfach nur so ein Plastetiegelchen mit dem Cremeprodukt inside. Und ich habe mir den aufgetragen, oft mit einem Pinsel und auch mit einem Schwämmchen. Und ich kann euch sagen, beide Varianten funktionieren gut. Wir machen jetzt direkt mal mit einem Pinsel weiter. Und der ist wirklich fantastisch. Also ich mag nicht nur die Farbe, ich mag, dass er sich sehr gut verblenden lässt, einarbeiten lässt in die Haut. Und der hat halt hier auch immer alles gerettet, ne? Weil schaut euch mal an, wie hell das Ganze hier ist. Und dieser Bronzer, der hat mich einfach wieder zurück ins Leben geholt. Ja? Ihr seht ja hier direkt die Umrandung. Und die Farbe bleibt auch wirklich den ganzen Tag über zu sehen, das Pigment. Bei den Foundations habe ich irgendwie so das Gefühl, dass die so abhauen im Laufe des Tages. Dass die Pigmentierung irgendwie verschwindet. Das war jetzt bei der Helligkeit ganz gut. Aber ich finde, eine Foundation sollte auch den ganzen Tag irgendwie dann auch da sein und sich nicht irgendwann verabschieden, ohne Bescheid zu geben. Und ihr könnt ihn jetzt noch weiter verblenden mit dem Pinsel. Das funktioniert, das dauert mir aber jetzt zu lange. Ich nehme jetzt ein Schwämmchen und arbeite mir damit jetzt den restlichen Bronzer ein. Ich mache mir das ein bisschen feucht hier oben und dann geht das schon los, ne?
dann geht das schon los. Und ich habe den auch gleichzeitig immer als Blush genommen. Also ich habe den wirklich bis nach vorn gezogen, habt ihr ja gerade verfolgen können. Und dann sah man gleich wieder aus wie mitten im Leben, ne? Der verblendet sich eben halt auch so schön mit der Foundation darunter. Und das Gesamtbild sah nach dem Bronzer immer wieder schön aus. Danach war ich dann immer wieder happy. Und das sagt mir einfach, dass das hier ein Top-Produkt ist. Den würde ich euch wirklich empfehlen, den könnt ihr euch mal ansehen. Verteile ich mir auch so ein bisschen hier auf dem Nasenrücken. Ein bisschen. Und nochmal hier so ein bisschen, damit das gleich auch mein, ja, so Art Blush wird. Und so ein bisschen sonnengeküsst aussieht. Und dann sind wir schon fertig mit dem Bronzer. Da kann ich nicht mehr zu sagen, außer go for it. Den könnt ihr euch anschauen. Ich mache jetzt mein Make-up noch so weit fertig, dass wir uns jetzt den Augen widmen können. Denn das ist eine Sparte, die kann Be Perfect Cosmetics wie kaum eine andere Firma. Was Preis-Leistung angeht, das passt einfach perfekt in meinen Augen bei denen. Perfekt. Und wir schauen uns jetzt mal die Lidschattenpaletten an, die ich da habe. Und vor allen Dingen, der Fokus liegt ja heute dann auf der Gravity-Palette. So, schaut mal, mit ein bisschen Augenbrauen und Fake Freckles, ein bisschen Blush hier und da, sieht man doch schon wieder wie ein ganz anderer Mensch aus, oder? Was ich auch an dem Bronzer so mag, das habe ich noch gar nicht gesagt, dieses Finish. Er hat schon einen leichten Glow, so creamy Glow, und das finde ich einfach sehr, sehr hübsch. Im Moment ist das genauso mein Ding mit diesen creme-pflegenden Produkten, die so einen Glow hinterlassen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen jetzt mal zu Be Perfect Cosmetics Augenprodukten, die ich da habe als erstes. Carnival The Antidote. Das ist eine Palette, die kam, glaube ich, vor 2 Jahren raus, im Herbst, in Kooperation mit Stacey Marie. Und das ist eine der geilsten Herbstpaletten, die ich in meiner Sammlung habe. Warum, wieso, weshalb, seht ihr hier, das Color-Schema könnte nicht passender sein zum Herbst, zur Season, die jetzt ansteht. Ein riesen fetter Spiegel. Und hier ist wirklich für jeden was dabei. Sehr viele matte Shades. Ihr habt aber auch Schimmerpigmentierung mit dabei. Schimmerpigmentierung, Schimmerformulierungen. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob hier auch Duochromes dabei waren. Maximal Duochromes, keine Multichromes oder sowas. Deswegen ist Be Perfect Cosmetics auch einfach in der Lage, so eine gute Preis-Leistung zu liefern. Also Duochromes findet ihr hier nicht unbedingt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier kein Duochrome dabei ist. Aber gut funktionierende Schimmertöne. Genau. Einige sind ein bisschen buttriger als andere, so ist es auch bei den Matten. Aber summa summarum kann man wirklich sagen, das lohnt sich. Für den Preis lohnen sich die Paletten von Be Perfect Cosmetics allemal. Deswegen habe ich auch einige hier. Zum Beispiel die Carnival 3 Love Tahiti. Das ist meine erste, glaube ich. Ja, das ist meine allererste von Be Perfect Cosmetics gewesen. Habe ich mir auch selber gekauft. Und ich freue mich immer wieder, vor allen Dingen im Sommer, dass ich diese Palette habe. Genau das gleiche Konzept, Spiegel. Und schaut euch mal bitte an, was hier an Carnival los ist. Eine wunderschöne Color Story. Sehr, sehr viel Bam-in-your-face-Farben. Aber dazu sind wir hier, oder was? Ich weiß gar nicht, ob es die noch auf Purish gibt. Bin mir unsicher gerade. Wenn ja, lasse ich euch alle Links natürlich unten in der Infobox. Und das ist eine der letzten Paletten, die rauskam. Auch so groß. Das ist auch die Carnival-Reihe. Das ist die Interstellar. Die geht schon. Also das ist eher ein Mix aus der Gravity-Palette und Grunge und der Carnival 3 Kollektion, also diese Tahiti-Palette, diese bunte. Warum, wieso, weshalb, seht ihr jetzt. Denn hier sind in Anlehnung an diese bunte Palette andere Farben zwar drin, aber zusammengefasster, kompakter, mit einer grungy, grauen, dunklen Seite. Auch sehr interessant. Also falls ihr euch denkt, ich will aber auch ein bisschen grau und grunge mit drin haben, aber auch dieses poppige, dann könnte das eure Palette der Wahl sein. Und wir kommen jetzt mal zum Schätzchen, worum es heute hier eigentlich vor allen Dingen geht. Die neue Gravity-Palette ist bei Purish eingezogen. Ich zeige euch mal am Rand ein Reel, was ich damit gedreht habe. Da seht ihr die Swatches. Einige Farben haben mich sehr vom Hocker gerissen. Warum, wieso, weshalb, sage ich euch jetzt. Ihr habt hier in dieser Palette, ich muss mal ganz kurz gucken, 15 Farben drin. Genau, es ist eher eine kühle Color Story mit sehr vielen neutralen, aber auch, wie gesagt, kühlstichigen matten Farben. In Kombination mit sehr lichtreflektierenden, hellen Schimmertönen, aber auch sehr intensiv
dunklen, grungigen, metallisch schimmernden Tönen. Also wirklich sehr interessant und gut gelungen, wie ich finde, die Gravity-Palette. Hier, wie gesagt, die Color Story 15 Shades. Ihr habt auch hier einen Spiegel. Vom Packaging finde ich das hier ein bisschen cooler, weil es handlicher ist. Aber auch hier habt ihr eine Pappverpackung, nur damit ihr das wisst. Ein bisschen lichtreflektierend hier passt halt zum Color-Schema sehr, sehr gut, ne? Das ist hier eher eine Art Topperton, würde ich sagen. Finde ich richtig toll. So habt ihr ein Inner Corner Highlight und ihr könnt alles verdunkeln, weil es von hell sich nach dunkel einfach entwickelt in dieser Palette. Finde ich sehr spannend, finde ich super schön für den Herbst und vor allen Dingen für Menschen, die kühlstichigere Paletten bevorzugen. Gerade auch was neutrale, nudefarbene Töne angeht, findet man ja doch eher so die warmstichigen sehr, sehr oft. Und hier ist das eben halt einfach mal anders. Die Töne, die mich am meisten überzeugt haben, sind dieser Ton. Ich würde fast von einem Duochrome-Ton sprechen hier. Oh, der fällt fast raus. Der ist sehr weich, wie ihr seht. Da war ich jetzt ein bisschen großzügig. Und dieser Ton hier, die swatche ich euch beide mal. Die sind echt richtig, richtig schön. Schaut euch mal diesen Wumms an. Und für den Preis ist das schon eine richtig gute Leistung, die Be Perfect Cosmetics hier einfach wieder hinzaubert. Wir starten direkt mit der Transition Shade. Das ist ein, ich würde es jetzt einfach mal als hautfarbener Ton bezeichnen. Ich nehme mir einen großen, fluffigen Pinsel und trage mir den Ton komplett auf mein bewegliches Lid auf und verblende den auch unten leicht am unteren Wimpernkranz, um mir erstmal eine Base zu schaffen, den Concealer auch teilweise noch ein bisschen nachzusetten, weil er doch ein bisschen in die Falten hier gerutscht ist, aber wirklich nur ein bisschen. Also war jetzt nicht schon wieder Kritik. Und das Ganze mache ich dann auch im anderen Auge und dann machen wir weiter. Wir machen direkt weiter mit dem schönen dunklen Kaffeeton Surge. Den verteile ich mir im äußeren Augenwinkel, um da schön Tiefe reinzubringen. Nehme danach nochmal den großen Blenderpinsel vom Anfang und verblende das Ganze nach außen hin für einen schönen, soften Farbübergang. Ihr habt ja gesehen, dass die Schimmertöne relativ weich sein können. Und zur Sicherheit gebe ich mir da jetzt meinen geliebten NYX Glitter Primer an die Stellen auf, wo ich jetzt mit den Schimmertönen arbeiten möchte, um einfach das Größtmögliche, um einfach die bestmögliche Farbpower zu gewinnen und Fallout zu minimieren. Als nächstes möchte ich natürlich den wunderschönen Schimmerton Infinity verwenden. Dazu nehme ich den flachen Pinsel, den ich auch genommen habe, um den NYX Glitter Primer aufzugeben und patche den damit aufs Lid. Und das funktioniert ganz gut. Ich taste mich aber vorsichtig ran, um erstmal zu gucken, wie verhält sich der Schimmerton, denn dort sind doch recht große Glitzerpartikel mit drin. Und die führen dazu, dass die Formulierung des Lidschattens doch recht bröselig wird und auch so ein bisschen auseinanderfällt. Das habt ihr ja schon gesehen beim Swatchen, ja, wo ich das gemacht habe, wo der mir so ein bisschen auseinandergefallen ist. Aber nichtsdestotrotz performt er auf dem Lid sehr gut und ich habe mich dann auch getraut, mit dem Finger etwas zu tupfen und das hat auch funktioniert. Aber ihr werdet in der Nahaufnahme nochmal sehen, was ich meine mit diesen groben Glitzerstücken, die da eingearbeitet sind in dem Schimmerton. Und ich mache dann auch weiter mit dem flachen Pinsel und gehe in Force Field. Das ist ein silberner Schimmerton. Der hat eine ein bisschen andere Formulierung als der davor. Schimmert aber auf dem Lid auch sehr, sehr schön metallisch und gibt dem Ganzen so einen Wacheffekt, dadurch, dass der jetzt so im inneren Augenwinkel sitzt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und wie es dann oft mit mir ist, ist es dann nochmal mit mir ein bisschen durchgegangen. Und ich habe mir ein paar Glitzersteinchen angeklebt, wie ihr hier verfolgen könnt. Passend zum Motto sind es natürlich Sternchen geworden. Für mein Inner Corner Highlight habe ich dann noch einen Pencil Brush genommen. Den habe ich mir ein bisschen feucht gemacht und bin in den soften Topper Shade Cosmic Dust gegangen. Der bietet sich wirklich perfekt an als Inner Corner Highlight Shade. Leicht silbrig. Sehr soft und slippery, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Farbe. Und Cosmic Dust habe ich dann letztendlich auch verwendet als Highlighter im Gesicht. Okay, ihr Lieben, ich finalisiere jetzt meinen Look mit Lippe und Wimpern. Und dann sehen wir uns wieder zu einem kleinen abschließenden Fazit. So ihr Lieben, bevor ich euch jetzt den finalen Look zeige, möchte ich euch nochmal was zeigen. Ich glaube, ihr könnt das hier bei der Luminous Foundation ganz gut sehen. Irgendwie lösen sich da Pigmente von der Basistextur, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, seht ihr das? Wie sich da so zwei Flüssigkeiten bilden und voneinander trennen, also die Farbpigmente von
der Base. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Und das ist die Matte. Ne? Die löst sich halt irgendwann auf von der Matten, vom Mattenfinish her. Da ist dann irgendwann nicht mehr viel mit matt. Am Anfang dolle matt und man denkt sich so, ja, genau, das verspricht sie, aber dann verschwindet das irgendwie. Und die wird auch immer diffuser und löst sich immer mehr auf. Das ist crazy, oder? Aber das ist eben halt auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich irgendwie mich mit denen nicht so anfreunden konnte. Genau, das soll mein kurzes Fazit zu den Foundations also sein. Ich habe euch schon sehr viel dazu gesagt. Und das ist der finale Look, Freunde der Sonne. Der ist am Ende bei rausgekommen. Und wie immer hat Be Perfect Cosmetics es geschafft, mich mit der Lidschattenpalette dann doch noch zu überzeugen. Und auch mit dem Bronzer. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Dabei bleibe ich. Den verwende ich sehr, sehr gerne, weil ich weiß, der funktioniert. Concealer, ja, weiß nicht. Ich würde ihn jetzt nicht empfehlen. Für mich gibt es keine Gründe, warum ich ihn empfehlen sollte. Er ist okay, er deckt ab, ja, aber es gibt bessere Concealer mit mehr Abdeckkraft. Ab und zu hatte ich diese komischen Gefühle da, dieses Prickeln, was mich irritiert hat. Und er hat jetzt auch keine herausragenden hautpflegenden Eigenschaften, wo ich so denken würde, ja, das ist auf jeden Fall mal was Cooles. Deswegen bin ich da eher verhalten. Aber die Lidschattenpalette hat mir gefallen, genauso wie alle anderen Lidschattenpaletten, die ich euch von Be Perfect Cosmetics bisher gezeigt habe. Preis-Leistung ist hier einfach echt gut, muss man sagen. Es gibt bessere Lidschattenformulierungen, da machen wir uns nichts vor. Wir sind hier im Indie-Kosmos unterwegs auf diesem Channel. Da ist es sehr schwer, mich zu überzeugen, was qualitativ hochwertige Lidschatten angeht und welche, die so aus der Masse rausstechen. Indie-Brands schaffen das immer sehr, sehr gut. Aber die Color Story finde ich sehr spannend, hier mal was anderes, etwas Neutrales, Kühlstichiges und alles eher so Grau, Steine, Mineralien, Schwarz, Kosmos, halt Gravity. Und das fasst diese Palette sehr schön in einem passenden Farbschema zusammen, wie ich finde. Genau, deswegen fand ich die interessant und wollte die mal ausprobieren und bin sehr zufrieden mit dem Look. Ich hole euch natürlich jetzt auch nochmal näher ran, damit ihr alles in Kombination sehen könnt und den Look, ja, bestaunen könnt. Wie habe ich das Ganze noch finalisiert? Auf den Lippen bin ich relativ dezent geblieben mit einem meiner liebsten Lipöle von Luna Beauty. Verlinke ich euch. Als Kajal habe ich mich für einen Braun entschieden, damit es nicht ganz zu smoky wird und so ein bisschen dieses Braun einfängt, was im äußeren Augenwinkel zu finden ist. Das ist von Catrice ein Kohlkajal in der Farbe Optic Brown Shock. Das ist aus dem neuen Sortiments-Update und der hat mich sofort überzeugt von der Pigmentierung und Haltbarkeit her. Und auf den Wimpern natürlich, wie immer, meine geliebten magnetischen Wimpern von MAC Lashes. Diesmal im Stil Venus No. 2. Wenn euch dazu mehr interessiert, schaut super gern mal in meine Playlist über MAC Lashes vorbei. Das war's. Freunde der Sonne, ich freue mich, dass ich es mal wieder geschafft habe, euch ein Video zu drehen, dass ich mich mal wieder in meine Spielhöhle setzen konnte und mich mal wieder kreativ ausleben konnte. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ihr wart wieder gern mit dabei, habt eure Zeit hier mit mir verbracht. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch jetzt noch einen bezaubernden Tag. Lasst mir liebe Grüße in den Kommentaren da. Falls euch übrigens irgendwas gefallen sollte von den Produkten, könnt ihr wie immer super gern meinen Rabattcode PEGGY15 auf Purish benutzen. Und bleibt gesund und munter. Das ist das Wichtigste am Ende des Tages. Habt eine gute Zeit. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.